Das wird schön, das gefällt mir schon richtig gut heute Morgen. Ich werde so schön begrüßt. Ach herrlich, ah, die könnte ich mal kurz rauf tun hier. Ja, im Garten ist soweit da nichts passiert, aber ich dachte mir so ein bisschen in weiser Voraussicht, bis auf einen Tag Schnee kam der Regen noch nicht angekündigte. Aber das passt schon auch, der Boden ist feucht geworden und jetzt kommende Woche soll es auf jeden Fall auch ganz viel regnen, bei uns auf jeden Fall. Und da dachte ich mir, was mache ich denn dann nächste Woche? Da könnte ich irgendwie vielleicht mal einen kleinen Zwischenstand zu den Pflanzen geben, die im Gewächshaus sind. Ich habe einmal pikiert, da ist auf jeden Fall ordentlich was im Gang und ich war jetzt ein paar Tage nicht da. Ich weiß nicht, wie es aussieht, es war natürlich arschkalt wegen Schnee, aber ein bisschen was gibt es bestimmt zu sehen und da nehme ich euch jetzt mit. Dafür geht's einmal nach drüben zum lieben Herbert, der mir sein Gewächshaus zur Verfügung stellt. Und zack, sind wir auch schon da. Ja, wollen wir mal gucken, wie es hier aussieht. Ja, da darf ich schon seit Anbeginn hier immer meine Pflänzchen anziehen. Bin ich unglaublich dankbar für. Das gibt mir auf jeden Fall die Möglichkeit, da dementsprechend vorzusorgen. Drüben habe ich keins. Zu Hause die Fensterbank reicht soweit auch nicht. Bisschen für die Anzucht habe ich dieses Jahr auch genutzt. Aber ja, die meiste Zeit war es dann hier. Gehen wir mal rein. So schaut das aus. Oh, hier ist schön warm. Ach, was herrlich. Ja, da haben wir doch mal einen Stand der Dinge. So sieht es beim Herbert aus. Und das ist hier so mein Abteil. Ich finde, das kann sich auch schon ein bisschen sehen lassen. Und wie ihr erkennen könnt, ja, die Tomaten habe ich soweit vereinzelt. Die sind soweit fertig. Ihr seht jetzt quasi alle, die bei mir dann nachher in den Garten sollen. Vielleicht, wenn es hier noch Platzmangel gibt oder irgendwie sich dann doch rausstellt, das wird eng, vielleicht das ein oder andere ausstellen. Aber im Großen und Ganzen gefällt mir das schon ganz gut. Und bei der Anzucht gibt es ja auch noch mehr außer die Tomaten. Das ist jetzt so zuletzt reingekommen, dass da schon was zu sehen ist. Das hat mich richtig gewundert, aber eine richtig schöne Sache. Also da haben wir so Kohlrabi, verschiedene Sorten, Brokkoli, Porree, Rosenkohl, Blumenkohl, Fenchel, also Blattfenchel, nee gar nicht, waren beides Knollenfenchel. Und dann haben wir auch noch Gewürzpaprika, Pepino und Physalis. Ja, hier seht ihr die Sonnenblumenexemplare, die so ein bisschen vergeilt sind, aber ich weiß nicht, vielleicht wird das eine spannende Geschichte, wenn ich die irgendwie so ein bisschen weiter wachsen lasse und die dann stärker werden, dann haben sie so krumme Form, ist doch auch was Witziges, hat auf jeden Fall was. Und ich möchte euch nicht vorenthalten, was dann noch alles ist. Und dann gehen wir mal Step by Step durch. Auf der linken Seite haben wir Lavendel. Da sieht man ein kleines Pflänzchen. Direkt daneben die wilde Karde. Beim Mond von Anni ist noch nicht zu sehen. Das braucht alles noch seine Zeit. Vielleicht brauchen wir da auch ein anderes Substrat. Also eine andere Erde. Was magereres. Das ist ja unterschiedlich bei den Pflanzen. Dann haben wir hier die Zinie. Die sieht doch schon super aus. Haben wir 4 Stück. Wenn die dann soweit durchkommen natürlich. Dann haben wir die... ja, Trompetenzunge, da die ganz kleinen Pflänzchen. Hier vorne Natternkopf, ist nichts zu sehen. Dann haben wir noch Stockrosen. Also wirklich die Reihe bis hier hinten. Speisechrysanthemen. Die Wunderblume, die macht sich richtig gut dieses Jahr. Also die ist richtig pflegeleicht. Dann haben wir hier die Sonnenblumen. Aber nicht alle wollen kommen. Dann hinten rechts ist eine Sorte, die möchte irgendwie noch nicht. Vielleicht hat sie noch nicht so alle Temperaturen abgekriegt, die sie möchte. Vielleicht ist da irgendwas anderes mit. Keine Ahnung, vielleicht taugt das Saatgut nicht. Wird sich alles zeigen, ob es noch eine Überraschung gibt. Aber umso mehr hat sich dann halt eben bei den anderen getan. Ja, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ich versuche die soweit zu retten, die langen. Aber da sie sich jetzt schon aufrichten, vorher waren die eher ja, seitlich, denke ich, wird das schon klar gehen. So, dann nochmal diese schöne Reihe Tomaten. Ach, was schöne. Also da ist jede Menge bei. Da möchte ich einmal erzählen, worauf ich Wert lege. Also ich habe natürlich geguckt, dass ich ein paar widerstandsfähigere Tomaten fürs Freiland kriege, die natürlich größtenteils auch nur unterm Dach funktionieren. Wobei ich dieses Jahr auch eine zwischen habe, das ist eine Wildtomate, die gelbe Johannisbeer, da vorne ist sie. Bei der hoffe ich mir noch ein bisschen mehr, ein bisschen was Wilderes. Denke ich, wird mit den Strapazen draußen ein bisschen besser zurechtkommen. Sind auch kleine Tomaten. Meine Erfahrung ist, bei den größeren ist das eher problematisch als bei den kleineren. Aber bei beiden definitiv mit den Tomatenkrankheiten zu kämpfen. Ja, worauf achte ich? Ich habe auf jeden Fall auf Buschtomaten geachtet, Stabtomaten, große Tomaten, kleine Tomaten. Also sprich hier Fleischtomaten, so ein bisschen die mittleren Tomaten und dann die kleinen Sherry-Größen.
Ja, dann habe ich auf frühe, mittlere und späte Sorten geachtet. Frühe Sorte ist zum Beispiel die Martina, die zeige ich euch gleich. Die bekannte Sanviva, ne, freies Saatgut, definitiv förderlich. Die hat sich auch wunderbar unter der Kapuzinerkresse breit gemacht und hat da wunderbar funktioniert bis in den November rein. Vorletztes Jahr oder vor 3 Jahren war das. Sehr lecker auf jeden Fall. Gefiel mir richtig gut. Aber ich zeige euch das mal direkt. So, hier vorne haben wir die Ida Gold, das ist eine Buschtomate. Snowberry Martina, das ist die, ja, die früheste. Die hat auch von den Blättern her eher was Kartoffeliges. Wobei bei der Reisetomate hier hinten, da möchte ich schon erwähnen, das ist eine Tomate, die aus vielen einzelnen Tomaten im Grunde genommen besteht. Und man kann sich da immer eine abbrechen und dann bleibt das ganze andere System erhalten. Das wollte ich auf jeden Fall mal durchbringen. Hat bisher noch nicht geklappt bei der, die ist irgendwie immer auf der Strecke geblieben. Aber im Großen und Ganzen spielt das auch keine Rolle. Ey, guckt euch das an. Ich habe dieses Jahr auf jeden Fall auch wieder eine Vielfalt, die ich dann ja, wunderbar im Garten verteilen kann. Und das eine kommt durch, das andere vielleicht nicht so. Aber größtenteils sieht das schon sehr gut aus. Da mache ich mir weniger Sorgen. Aber das Ganze bleibt natürlich gerade bei Freilandtomaten ein bisschen wetterabhängig. Wenn es jetzt wieder so viel regnet, dann ja, wird die eine oder andere natürlich wieder eingehen. Aber dann zeigen sich nachher auch die Tomaten, die da robuster sind. Hatten wir letztes Jahr auf jeden Fall eine, die gelbe. Habe ich ja letztens im Rückblick gezeigt. Ja, war super, super lecker. So, gehen wir weiter. Hier haben wir auf jeden Fall die Sanviva. Wie viele Pflanzen habe ich denn da? 4 Stück, genau. Dann Zuckerbursch, eine super Tomate, die schmeckt wie, als hätte man die frisch mit Salz und Pfeffer gewürzt und noch so ein bisschen was anderes drin. Super, super, super lecker. Deswegen hier auch 6 Stück. Ist eine Buschtomate. Brauchen wir nachher dann nicht weiter bei. Ja, jetzt zeigt sich, hier sind noch ein paar mehr. Also es gibt da Ähnlichkeiten. Die Stew Pies, die Buschtomate, die ist auch eine frühe Sorte, wenn ich mich richtig erinnere. Die Istra, die hat auch diese besonderen Blätter und wie dann vorhin schon gezeigt, dann hier die Martina. Ihr erkennt die Unterschiede eigentlich ganz deutlich. Ja. So, gehen wir weiter. Black Cherry, Indigo Rose, das sind jetzt Tomaten, das sind späte Tomaten. Das sind meist diese dunkleren, lilanen Varianten. Da habe ich auf jeden Fall im Freiland festgestellt, dass die später kommen. Die brauchen ein bisschen mehr Zeit und dass es durchaus bei denen sein kann, dass die nicht durchkommen, wenn die Sonne nicht reicht. Also bei uns sieht es ja hier gerne mal regnerisch aus, das kennen wir eigentlich nicht anders. Aber jetzt darf es durchaus gerne mal wieder einen wärmeren Sommer geben. Darüber würde ich mich freuen. Ich poker so ein bisschen auf dieses Jahr. Es wird immer wahrscheinlicher, dass wir da mal ein richtig gutes Jahr kriegen. Und ja, schauen wir mal weiter. So, dann haben wir hier die Zuckertraube. Dann haben wir hier, also das sind so die kleineren, ne? Zuckertraube. Dann habe ich Currant Mirabelle, damit ist eine gemeint, auch direkt die hier vor. Eine, die ich hatte, aber ich wusste nicht mal, ob das die Mirabelle ist oder die Golden Currant. Aber so oder so eine richtig geile Tomate, richtig viele Tomaten. Und ja, bin mal gespannt, ob das dieses Jahr klappt. So, was haben wir hier noch? Die Czerny Prince ist bekannt. O German, hier lese ich ein bisschen vor, weil es blasser ist. Friday, das ist eine Freilandtomate. Ich muss jetzt näher ran, damit ihr das überhaupt sehen könnt. Turkmenische, schlesische Himbeer, Black Crim da hinten. Ja, und das war's im Großen und Ganzen schon. Das ist schön. Das ist hier drin, hört die Vögel. Kann ein bisschen Video drehen. Ich bin zwar noch hart verpennt, also wirklich. Aber das war das Beste, was ich machen konnte, hier mal ein bisschen herstratzen. Vor allen Dingen, wenn die nächste Zeit dann Regen ist, kann ich gar nicht mehr so viel machen. Gut, meine Lieben, ich denke, das war schon ganz, ganz toller aktueller Stand der Dinge. Und ich möchte da einmal für alle, die da ein bisschen ungeduldig sind wegen Garten und was da so passiert, vor allen Dingen die, die es verpasst haben. Ich habe einen ganz tollen Gartenrundgang mit allem, was sich da so getan hat im Garten, gerade letzten Sonntag online gebracht. Ja. Guckt da nochmal rein, da sind jede Menge Tipps drin. Permakultur pur, könnte man schon fast sagen. Geht natürlich auch hinten ein bisschen um die Chill-Bereiche, aber nur ganz kurz. Also sprich, da ist jetzt nicht direkt der Anbau. Aber es gehört im Ganzen dazu, man braucht ja irgendwo so ein bisschen sein eigenes Reich und dann am besten so mitten rein in den Garten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Resttag, gute Nacht, einen schönen Start in den Tag, was auch immer, wann auch immer ihr dieses Video seht. Und ich freue mich dann aufs nächste Mal und sage Tschüss an dieser Stelle und ich bin raus und weg. Danke fürs Zusehen.